So, jetzt bin ich gespannt. Ich habe es extra nicht hinter der Kamera aufgemacht, weil ich es mit euch zusammen anschauen wollte. Weil ich keinen Bock habe, irgendwie, oh toll, zu schauspielern. Oh mein Gott. Ich habe noch gar nicht gesehen, ich wollte es so spannend machen. Das war mal geil. Hey, Truppe, weißt du? Die alte Drama-Queen. Jonas, Props gehen raus, gut einpackt. Oh, das schaut gut aus. Oh, das schaut wirklich gut aus. Ist das richtig rum? Ich glaube schon. Boah, das wäre jetzt der Horror gewesen, wenn es falsch rum hin. Das schaut echt gut aus. Die Frage ist jetzt aber nur, wie hat das gemacht? Das hätte ihr auch konnt, Jonas. Nee, natürlich nicht. Wenn ihr das ganze Video sehen wollt von Jonas, wie er das wirklich gemacht hat, ich habe es euch unten in der Videobeschreibung verlinkt, ist ein längeres Video, ja. Aber hätte ich es gekonnt, hätte ich es gemacht, ich habe es wirklich einfach nicht hingebracht. Aber ich habe wieder was dazugelernt. Danke, Jonas. Vielleicht weiß ich den Domino in Zukunft auch ein bisschen besser einzusetzen. Also, Schrauben sehen. Aber das machen wir dann erst am Schluss. Jetzt schauen wir erstmal, ob es überhaupt steht. Oh, das schaut doch schon mal sehr geil aus, oder? Das schaut doch schon mal sehr wackelnd. Tut es auch wirklich fast nicht. Also ich bin echt gerade begeistert, wie geil das aussieht. Man sieht es ja immer nur auf der 3D-Planung. Man steht ja nicht daneben, die Dimensionen. Geil. Echt geil. So, den letzten Auszug, den zeige ich nochmal ganz genau. Jetzt zeige ich euch einen Trick, wie ihr ohne Ausmessen, dass das alles wirklich perfekt passt. Ja, ist ein Trick und für die, die es nachbauen wollen, geht super einfach. So, wir können natürlich die Auszüge irgendwo ein spezielles Maß schon bohren. Aber das ist alles Schwachsinn. Ja, ich mache es so, ich habe mir den Abstand von hinten ermittelt. Ich habe mir hier einen Klotz geschnitten, der hier noch eine Schrägung hat, dass falls hier hinten Leim drin wäre, dass das immer anliegt an dem Holz. Und nicht an dem Leim. Hier unten genauso schräge hingeschnitten. So weiß ich auch sicher, ja, wenn hier unten drin Leim wäre, es liegt nie am Leim an. Und so kann ich mir sicher sein, ich habe immer die gleiche Position. So, ihr spielt es, es spielt keine Rolle, ob ihr die Auszüge hier oder hier macht. Ich habe mich jetzt einfach für unten entschieden, weil dann kann ich diese Methode wählen. So, jetzt liegt dieser Auszug dran. Und jetzt bohre ich mir einfach nur die Löcher, die sich jetzt durch diese Position ergeben. Kleiner Tipp, nehmt Scharnierbohrer, sonst verrutscht euch diese Bohrung. Habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, ist klar, dann schraubt man den Auszug fest. So, natürlich mit mehreren Schrauben, ist klar. Kleiner Zwischenstep noch, bevor ich den zweiten Auszug montiere. Ich mache diese Schiene immer ganz gerne raus. Und da ist bei den guten ist immer so ein Silikonöl dran. Das habe ich festgestellt, wenn man das wegwischt. Dann läuft diese Schublade ein bisschen leichter. Ja, nicht lauter, sondern leichter. Also, so mache ich es, wie ihr es macht, ja, bleibt euch überlassen.
Dann markieren wir uns die Hälfte dieser Höhe. Ich habe mir da eine Vorrichtung gebaut. Ja, Vorrichtung, dieser Stift ist genau auf 12,5 mm Höhe. Diesen Auszug lege ich hier an. Und dann habe ich genau die Hälfte markiert. Die Sache ist nämlich die, diese Auszüge müssen ganz exakt passen. Und mit dieser ganzen Messerei, sage ich euch ganz ehrlich, das ist mir immer super unrecht. Weil da kann so viel schief gehen und wir wollen ja, dass es passt und Freude dran haben. Jetzt schiebe ich diese Schienen wieder rein. Nehme meine Schublade. Hier habe ich übrigens schon mal 3 Löcher gebohrt für die Schrauben der Fronten. Würde ich euch auch empfehlen. Und dann lege ich diese Schublade mal nur rein und gucke, dass die gerade drin liegt. Und jetzt seht ihr recht gut diese Markierung der Hälfte. Und hier markiere ich mir jetzt auf der Schublade exakt, wo das ist. Ihr seht, bis jetzt kommen wir wunderbar ohne Messen aus. Und so bleibt es auch. Diese Markierung übertrage ich mir jetzt hier parallel über die komplette Länge. Hack und zack, wenn es verrutschen wird. Und immer noch nichts gemessen, außer jetzt halt diese Hälfte. Dann stelle ich es mir mit der Front nach unten drauf, weil diese Auszüge ja hier einen Anschlag haben, an der die Front anstehen soll. Das heißt, mit der Front nach unten, dann stelle ich mir meine Auszugsteile hin. Und dann schaue ich, dass natürlich meine Linie exakt durch die Mitte der Markierung läuft. So, und bohre mir mit dem Scharnierbohrer wieder mein Loch. Schraube rein, passt. Bevor ich die Schublade jetzt reinstecke, schraube ich von innen nach außen hier meine Schrauben für die Fronten ein. Die Schrauben lasse ich ungefähr ja, so 4 mm weit rausstehen. Und wenn es nicht alles komplett schief gelaufen ist, dann müsste diese Schublade hier wunderbar reingehen und auch schön laufen. So, was sie tut, ihr seht, Soft Close funktioniert. Wunderbar. So, und jetzt geht's an die Front. Ehrlich gesagt, die anderen laufen besser. Das ist natürlich die Vorzeigeschublade, die natürlich scheiße laufen muss, gell? Das ist natürlich mir klar. Naja, gut. Front super einfach. Wir halten die so hin, wie sie jetzt gleich drauf soll. Bisschen auch die Linien hier beachten. Und wenn wir das haben, dann hauen wir einmal drauf. Und jetzt haben wir hinten dran Abdrücke der Schrauben. Das könnt ihr jetzt hier ganz gut sehen. Und diesen Abdruck, den bohren wir jetzt ungefähr so 3 mm tief ein. So, das hilft uns nämlich jetzt. Das seht ihr gleich, wenn wir diese Schrauben oder diese Front an die Schrauben legen, dann schnappen die Schrauben in diese Löcher wunderbar ein. So, nehmen wir unsere Front, stellen sie drauf und können wunderbar hier diese Front an exakt die gleiche Position montieren. Schrauben noch rein. Und fertig ist meine Schublade mit Front, die perfekt passen müsste, ohne dass ich irgendwas Großes, Krasses gemessen habe, mich vermessen kann. Alles nur mit einfachen Tricks. Also ich würde sagen, es schaut doch alles recht ordentlich aus. Ich bin echt gespannt, dass es gar nicht so schwer war, wie ich gedacht habe. Wenn ihr das nachbauen wollt, ja, die Pläne findet ihr in der Videobeschreibung, dann schaut es euch nochmal an und macht es genauso, wie ich es gemacht habe. Dann kriegt ihr das wahrscheinlich auch mit einer PTS 10 hin. Mit der GTS ist es überhaupt kein Problem. Mit der PTS kriegt ihr das auch hin. Ihr braucht halt diese Bevelbox,
Das ist wichtig, aber ansonsten ist das Ding, sage ich euch ganz ehrlich, nicht wirklich ein krasses Projekt, wo super schwierig zu basteln ist, mit den Tricks, die ich euch gezeigt habe. Gut, bis auf die Füße, ja. Aber da kann man es auch schrauben. Ja, das kommt in die neue Wohnung, aber da das noch 2 Monate hin ist, an dem Zeitpunkt, wo ich das hier gebaut habe, wird das jetzt erstmal hier stehen bleiben. Und sobald es in der neuen Wohnung ist, zeige ich es euch vielleicht nochmal. Ich darf auf jeden Fall Danke sagen fürs Zuschauen, Leute, wenn ihr es nachbauen wollt. Ich kann euch nur ermutigen, es schaut super gut aus und ist gar nicht so schwer. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, Leute. Ich habe euch unten noch ein paar Playlisten verlinkt mit lauter coolen Möbelprojekten, Werkstattprojekten. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Macht es gut, bis die Tage. Servus.